Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Apple-Welt. Heute hat Apple auf der Keynote das iPad 2 vorgestellt und was es kann und vor allen Dingen wie es aussieht, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Also, zum einen hat es einen neuen Prozessor, nämlich den Intel Dual Core A5 Prozessor. Es ist im Gegensatz zu dem alten iPad 33% dünner. Und das iPad 2 gibt es als erstes auch in schwarz oder weiß zu kaufen. Wahrscheinlich wird es iOS 4.3 haben und es hat einen 10-Stunden Akku, also ein Akku mit 10 Stunden Laufzeit, was natürlich auch ein entscheidender Vorteil ist. Es hat einen Full HD HDMI Ausgang, auch ein Vorteil, denn somit lassen sich Präsentationen wesentlich besser machen. Und es hat vorne und hinten, wie schon im Internet oft vermutet, eine Kamera und dadurch auch FaceTime. Außerdem hat es ein komplett neues Design. Es erinnert so ein bisschen an den iPod Touch, den neuen, und nur halt alles ein bisschen größer. Viele Programme von dem iLife-Paket bei Mac sind auch da erhältlich, also auf dem iPad. Und das ist auch ein sehr großer Fortschritt, denn zum Beispiel lassen sich da jetzt Videos mitschneiden mit dem iPad oder halt auch Musik machen. Ja, das sind so die Hauptinfos von dem neuen iPad. Das Ganze könnt ihr euch auch auf der Apple-Internetseite anschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.